Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 und zurück zu Havanna, denn hier gibt es die nächste Templerjagd, die wir absolvieren können. Ich bin sehr gespannt, wen wir diesmal treffen und wer diesmal unser Ziel sein wird. Aber ich denke mal, wir werden auch hier wieder zuerst einen Assassinen treffen, der auch schon da sitzt und auch keine Kapuze trägt. Rona Dinsmore, Angriff auf das Assassinenbüro. Ihr seid Rona, stimmt's? Kenway, ihr sucht nach Ärger, schätze ich. Immer noch so charmant wie früher. Immer noch so aufdringlich wie ein Furunkel. Was wollt ihr von mir? Ich möchte euch warnen. Euer Leben ist in Gefahr. Welch helles Köpfchen ihr doch seid. Wie kamt ihr zu diesem Geistesblitz? Womöglich habe ich einem dieser Templerknaben, die ihr so gern habt, ein sehr sensibles Dokument überlassen. Herzlichen Glückwunsch, eure Mission war erfolgreich. Kann ich es wieder gut machen? Seid ihr nüchtern genug für eine Zielübung? Was tut man nicht für eine Lady? Helft mir gegen diese Männer! Sehr gut. Welche bleibt schon ein bisschen aufbrausen, oder? Sie kommen von hinten! Ja? Warum schießt du nicht mit deiner Karte? Oh, ich hab ja die Karte ausgewählt. Ich weiß wirklich, warum ich gerade nicht schießen kann. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir kümmern uns einfach um diese Typen hier. Ich habe mehr als genug Pulver, um sie auszuschalten. Die Pulverfässer tragen ich. Warum bringt ihr kein Pulver fast zur Explosion? Ja. Ich wache schon. So, wir ballen mal ein Pulverfässer weg. Fässchen weg, so. Tschüss. Warum bringt ihr kein Pulver fast zur Explosion? Ja. Sie kommen von hinten. Feuert auf dieses Pulverfass. Dann komm her. Was? Bin verletzt. Ach so. Ja, Wellenkampf oder was? Okay, muss ich hier umhauen? Das ist ja sowas, was ich überhaupt nicht mag, ne? Nimm ein Fass! Leg deine Falle! Toll, ich habe gerade die Falle kaputt gemacht. Ja, lass mich doch eins tragen, dankeschön. Bring dein Pulverfass dorthin üben! Ja, ich hab's ja schon abgelegt. Mein Gott. Was? Kommt jemand anders. Der hat eigentlich nichts damit zu tun. Ja, Schluss mit Blödsinn. Um den kümmere ich mich. Schießt auf das Pulverfass. Warum schießt du schon wieder zweimal, mein Freund? Und du raus aus deiner Verteidigung hier. Das gibt's doch so nicht. Einen deutschen Tack Tack, so machen wir das hier. Ach, du lebst auch noch. Ja, und Kotter. Bring dein Pulverfass dort hinüber. Jetzt lange reicht aber mal. Und das letzte Pulverfass. Jetzt kommen wir nur noch von zwei Seiten, wie es ausschaut. Guck mal, da sitzt sogar noch eins. Eine Falle. Ja, dann trage ich das einfach mal da hinten hin, wenn du das nicht wegtragen möchtest. Aber ich glaube, das war jetzt die letzte. Denn, wie das so ausschaut. Da kommen wir mal zum Finden. Ich hab's einfach weggedreht. Oh. Du bist am Ende! Boah, das Ding ist so übel. Peak. Du Schande. Wo bin ich? Ach, wo hab ich hingeschossen? Okay. Ach, das war... eine gefährliche Waffe, mein Freund. Eine sehr gefährliche Waffe. Und? Ist das euer neues Ich? Sir Edward von Havanna rettet eine Maid in Not. Passt es denn zu mir, Fräulein?
Besser als eure alte Persönlichkeit. Fürwahr, Edward, warum seid ihr hier? Tja, da ist ein Schlüssel. Vermutlich in der Tasche eures Templerverehrers. Ich brauche ihn. Wirklich? Und warum behalte ich ihn nicht einfach selbst? Rona, ich weiß, dass ihr gern Männerstiefel tragt, doch was dieser Schlüssel öffnet, passt euch nicht. Ich sag euch was. Fällt mir eine Aufgabe ein, die die Hilfe eines besonders einfältigen Kerls erfordert, lasse ich euch rufen. Charmant. Mission beendet. Angriff auf das Assassinenbüro. Der erste Schritt. Vor 5 Minuten ging ja recht schnell, oder? Und da ist direkt die nächste Antike auf dem Markt. Habt ihr über mein Angebot nachgedacht, Rona? Ja, da ich unpässlich bin und da mein Pflichtgefühl stärker wiegt als mein Stolz, gibt es da ein Problem, das ihr untersuchen könntet. Fahrt fort. Und ich sagte, untersucht ein Problem, nicht schafft eines. Ja, Mama. Worum geht es? Eine Häufung von Raub und Missgunst. Es kann kein Zufall sein, dass dies gleichzeitig mit den anderen Angriffen begann. Seht, was ihr in der Nähe des Marktes herausfindet. Ein aufdringliches Furunkel wie ich? Seid ihr sicher? Ich enttäusche euch nicht. Es dürfte schwer sein, noch enttäuschter zu werden als jetzt. Hey, nicht so gemein, Lady. Den Markt untersuchen. 6 Upgrades sind mittlerweile in der Kabine verfügbar, aber ich habe noch nicht genug Geld für das, was ich gerne möchte, nämlich zum Beispiel bessere Kanonen oder sonstige Sachen. Aber erstmal bewegen wir uns natürlich auf den Markt. Wie viel Gold habe ich eigentlich? Kann ich das nachschauen jederzeit? Wow, 6000 Real. Doch, ich glaube, für die Kanonen dürfte es mittlerweile reichen. Dann müssen wir mal schauen, wenn es soweit ist und wir nochmal zurück auf der Jackdaw sind. Aber erstmal sind wir hier ein bisschen in Havanna beschäftigt. Ja, kannst du hier raufklettern? Kannst du nicht hier rauf? Na, dann halt eben so. Das ist ein bisschen anders, als ich es erwartet hätte. Aber es hat dann doch geklappt. So. Und weiter geht es. Was ist denn das? Mann, Mann, Mann. Todessprung. Nee, Todessprung mache ich jetzt keinen. Vielen Dank, das brauche ich nicht. Denn die Todesspringen, das ist alles, was wir nicht wollen. Denn wir wollen ja leben und wir wollen eine neue Rüstung haben, wir wollen andere Sachen haben, wir wollen ein Observatorium wollen wir auch irgendwann nochmal haben. Nee, also der möchte eigentlich jede Menge Sachen haben. Jetzt bitte hier rauf. Ja, die Katze kann ich nicht töten, also normales Katzenfell gibt es nicht. Ist auch gar nicht mal so schlecht, denn ich tue die Tiere ja alle nur ungern töten, ihr wisst das ja. Fangt den Taschendieb und plündert ihn. Na, dann fangen wir ihn nochmal. Was? So schnell? Guck einmal an hier. Komm da, ich kann sogar noch steuern. Yay. Okay, wir wollen näher ran. Definitiv. Vigila tu bolso. He oído que hay muchos rateros. ¿Qué te hace pensar que no soy yo la ladrona? ¿Tú? Jamás he conocido tan más honrada. Pero podría llevar una doble vida. So, mein Freund. Este podría ser mi disfraz virtuoso. No tienes oportunidad. Dios santo. So, mein Freund. Und geschlafen. Hast nichts gesehen, was hier vor sich geht, oder? So, ich mache es einfach ganz einfach. So, ein Brief. Wie viel erfolgreich. Mission beendet. Ach, das war da einfach. Komm. So, ist sie wieder da unten. Aber wenn das so weitergeht, dann schaffen wir die Mission in der einen und derselben Folge. Das wäre ja super. Havanna. Ja, ich weiß, dass ich Havanna abgeschlossen habe. Das brauchte mir nicht nochmal zu schreiben. Bin ich auch ganz froh, dass ich das schon habe. Obwohl, das ist eigentlich eine schöne Stadt, ne? Ich bin erstaunlich. Ich hätte gerne eine Havanna-Zigarre. Oh, denk was die Havanna. Oder rum aus der Karibik. Oh. Ja, ja. Wie ein echter Pirat sich fühlen. Das wäre mal was. Oder natürlich einer zu sein. Denn das muss ja auch nicht sein. Boah, ich kann den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Aber wenigstens haben wir den Taschendieb ziemlich schnell erwischt.
Damit hätte ich fast nicht gerechnet. Sind das eigentlich immer 4 Missionen? Oder sind das auch mal 3, mal 2, vielleicht nur eine? Aber ich schätze mal, es sind wahrscheinlich immer 4. Also wahrscheinlich so eine Zahl sein, die die gerne haben. Hui! Zacki, guck mal. Ein Sprung einfach mal so hinzuwagen, das ist schon stark. Würde ich nicht tun. Auch das. Nimmt mal Schaden. Das ist ein bisschen. Salutos. Oh, ach, Waffen möchte ich eigentlich keine, oder? Kann ich neue Schwerter kaufen? Die besser sind als meine. Ich glaube, die Offiziersrapiere sind immer noch besser als meine. Kosten aber auch 14.000. Die kann ich mir einfach nicht leisten. Fracht verkaufen. Ja, guck mal, bringt eigentlich nichts mehr, ne? So viel Geld haben wir nicht. Stoff verkaufe ich nicht, Metall verkaufe ich nicht, Holz verkaufe ich auch nicht, natürlich nicht. Jagdbeute verkaufen, Kaninchenpelz, Brüllaffenpelz, die brauchen wir gar nicht mehr, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Ursula brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Jagdbeute kaufen. Ich hoffe, die kann man auch fangen und muss sie nicht jagen. Schwertwalhaut, ach du Schande. Buckelwalhaut. Weißwalhaut. 20.000. Yay. Man kann sie also auch kaufen. Na dann. Ich möchte es aber gar nicht kaufen. Alles kann man kaufen. Okay, neue Schwerter würden 14.000 kaufen. Ich weiß nicht, ob ich wieder Schwerter kaufen soll. Ich meine, das ist eigentlich gut genug, ne? Rüstungswettlauf. Was habt ihr erfahren? Ich habe einen Taschendieb erwischt. Er hatte eine Karte. Irgendwas mit Lagerhäusern und Schwarzpulver. Ich habe auch nachgeforscht. Eines ist offenbar. Dieser Templerschuft leitet die ganze Operation. Hillary Flint. Der Name stand auch auf der Karte. Mit Taschendieben finanziert er ein Wettrüsten. Gegen wen? Mich. Und er gewinnt vermutlich. Ja, doch mit der Karte können wir seine Waffenlager zerstören. Worauf warten wir? Okay, also ein paar Waffenlager zerstören. Kommt jetzt mit. Pulverlager in Brand setzen. Na gut, 3 Stück. Das erste ist direkt hier vorne um die Ecke. Deswegen denke ich mal, gehen wir erstmal da vorne hin. Du kannst auch runterfallen überall, Edward. Das ist mir vollkommen egal. Eigentlich nicht. So, könnt ihr mal bitte hier rauf? Das müssten wir eigentlich hier locker runterschießen können, oder? Ui. Folgt ihr mir eigentlich, Tante? Schluss. Hallo? Was ist das denn, mein Freund? Klappt nicht, das war auch zu schön gewesen, oder? Freundchen. Strapaziere meine Geduld nicht. Strapaziere sie nicht. Dankeschön. So. Bist du verrückt? So war das nicht geplant, mein Freund. So war das eigentlich nicht gedacht. Was? Ja, ja, ich bin schon wieder unten. Was willst du von mir? Nee. Lass mich mal Ruhe hier, mein Freund. Ja. Das nächste ist nämlich hier vorne direkt. Das müsste das nächste sein. 80 Meter ist nicht weit. Das schaffen wir. Hallo, wilde Frau und Type da, der vor mir läuft. Ich hab euch alle nicht gern. Ich mag euch nicht. Das müsste eigentlich hier irgendwo sein, ne? Nee, das ist. Oh, falsch gelaufen. Ich glaube, da müssen wir irgendwo rein. Sestrundo! Und weiter geht's! Geh mal weg da! Ihr lauft mir doch hinterher, ihr Säcke! Kriegt mich eh nicht! Keiner von euch kriegt mich! Keiner von euch! Nie! Und da sind sie schon wieder weg. Ah, guck mal, ein paar Meter laufen und dann ist alles gut. Oh, damit die Kondition hat, sieht es mal an, wie der hier läuft und läuft und läuft. Und er wird einfach nicht müde, kommt nicht aus der Puste und kann auch nicht hier hochkommen. So, aber ihr
Das wird er doch locker hochkommen, sag ich doch. Todessprung, Todessprung gibt es bei mir nicht. So, und ich bin wieder weg. So, Mission erfolgreich. Ja, wunderbar, das war doch locker, oder? Easy peasy. El Pichón está aquí. El Pichón. Ich gehe mal gerade auf die Karte und markiere mir schon mal, wo sie steckt, denn hier vorne ist sie ja schon. Können wir ja am einem direkt mit erledigen. Sie wird direkt hinlaufen, wenn wir schon mal weglaufen müssen. Dann doch wenigstens in einen richtigen. Den richtigen Gang. So, hast mich jetzt genug gesehen. Lalala. Siehst mich nicht. Auch wenn ich hier direkt im Brunnen stecke. Ich mich wirklich nicht. Mirbe. Mirbe. Ja, dann. Mirbe. Was auch immer das heißt, ich weiß es nicht. Schaffen wir echt in einer Rutsch. Das wäre sehr, sehr cool, oder? Erstmal müssen wir uns wieder hinlatschen. Das dauert ja auch wieder ein bisschen. Peter ist ja nicht so weit. Nicht da raufklettern, Edward. Nicht immer überall raufklettern müssen, das ist doch gar nicht nötig. So, aufs Dach. Was, da sind wir ein bisschen schneller über die Dächer, ne? Kennen wir ja schon. Wir waren ja schon mal zu Gast im lieben Havanna. Eine schöne Stadt, habe ich schon mal gesagt, ich weiß. Hallo. Ach, da unten direkt, oder? Hier müssen wir auf die Ecke, wir machen Todessprung. Ich weiß, das habe ich doch getan. Ich habe einen Todessprung gemacht, obwohl ich keinen machen wollte. Und da ist die gute Flints Ende. Der nächste Assassine stirbt. Edward, wir haben diesen Templerschuft Flint eines Großteils seiner Macht beraubt. Das Einzige, was noch zwischen euch und dem Schlüssel steht, ist Flint persönlich. Habt ihr schon eine Idee parat? Ich werde gegen ihn kämpfen. Und ihr kommt von hinten. Vorsichtig und... Ihr kennt den Rest. Plötzlich so zimperlich, Rona. Bringt ihr es selbst nicht übers Herz? Das ist es nicht. Ihr sollt nur nicht denken, dass ich euch sage, was ihr tun sollt. Eure Verletzung muss zu einer Art Fieber geführt haben. Könnt ihr jetzt gehen? Los. Ach, kann nicht schwer zu finden sein, der dreiste Bastard. Er stolziert herum wie der Hahn im Korb. Gebt es zu, Rona. Tief in euch seht ihr diesen Hahn gern stolzieren. Vielleicht seht ihr euch gern in Daumenschrauben, wenn euch die Peitsche nicht reicht, Kenway. Was? Da kommt man nett zu uns. Immerhin helfen wir die ganze Zeit schon. Natürlich gibt es jede Menge andere. Ich lenke ihn ab. Ihr umrund. Hey, Flint! Ha! Kein guter Schütze. Was, Flint? Ihr müsst es wissen, Dinsmore. Wüsste ich, nachdem ich euch so lange so studiert habe. Weich zurück. Ich mag Männer, die ihren Platz kennen. So, dann geht mal weg da. An euch laufe ich vorbei. Hallo. Wo läuft denn der hin eigentlich, sag mal? Das war ja einfach. Ich wusste, dass es so enden würde. Jedoch dachte ich immer, unsere Rollen wären vertauscht. Ich würde glücklicher sterben, wenn ich wüsste, es gibt einen Assassinen weniger. Welch ein Jammer. Dass wir niemals gemeinsam auf der rechten Seite gekämpft haben. Wollt ihr zwei einen Moment allein sein? Nein. Es ist zu spät. Nimm ihn. Sein Charme ist verbraucht. Lassen wir die Erinnerung an ihn auf ewig ruhen. Besser wäre das. Aus der Zone kommen und anonym werden. Na dann. Lolo. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf unseren Detektor. Wie tauche ich nochmal? Ah, so. Das ist alles easy. Komm mal hier. Ja, komm mal raus aus dem Wasser. Und wir haben sie geschafft. Die Templerjagd Mission 2. Wunderbar. Als heißt, zwei fehlen uns noch. Drei von fünf Schlüssel. Das ging ja ratzfatz. Ich werde kein Kurier fangen und können dann... Nein, ich gehe erstmal mal kurz schauen, ob wir was für unser Schiff machen können. So, yay! Yeah. Wow! Yeah! Kenway ist an Bord.
man sich darüber so freuen kann. Ich habe übrigens gesehen, dass ich, nachdem wir Moby Dick das erste Mal besiegt haben, haben wir eine neue Montur erhalten. Ich denke mal, die schauen wir uns mal gerade an, nämlich die Entdecker-Montur. Die ziehen wir uns auch mal an, würde ich sagen. So, zack, zack, zack. Ja, ist halt wieder was mit der Kapuze. Nee, aber naja. Ist dasselbe wie die normale, nur halt in braun, ne? Mit so ein paar roten Streifen dran. Soll uns nicht stören. Was kann man denn hier eigentlich für das Schiff kaufen? Oh, wir sind schon bei 9000. Breitseitenkanonen, die kaufe ich doch mal direkt. Weil wir noch stärker werden und unser Schiff noch besser wird. Was sagt eigentlich unser Rampsporn? Ah. Da fehlt uns noch ein bisschen was an Metallen. Dann könnten wir den auch noch mal ein bisschen was verstärken. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Da brauchen wir einen Plan. Da brauchen wir auch jede Menge Metall mal. Eine Taucherglocke. Machen wir auch irgendwann mal. Bin mal gespannt, wann wir die bekommen können. Aber so ist immerhin unser Schiff mal ein bisschen stärker geworden. Und ich gehe zurück an Land. Wir gehen natürlich zurück an Bock unseres Schiffes und werden uns dann in der nächsten Folge direkt den nächsten Templer-Mission, beziehungsweise der nächsten Templer-Jagd wagen. Denn das muss auch noch sein. Zwei Stück fehlen uns ja noch und die sollten wir auch bekommen. Bis dahin, euer Mascha. Ciao, ciao. The packet is a rolling to me, Johnny Boker, do. Oh, to me, Johnny Boker, we're pulling all together. To me, Johnny Boker, do. Oh, to me, Johnny Boker, we're all for better weather. To me, Johnny Boker, do. Oh, to me, Johnny Boker, and soon we'll be in London town. To me, Johnny Boker, do.